Ich stelle euch heute den Segway Navimo in der Version H3000e vor. Das ist das größte Modell von Navimo und ja, das war im letzten Jahr heiß begehrt. In diesem Jahr denke ich mal noch mehr, denn es gibt hier einige Neuerungen in Verbindung mit einer Kamera, mit so einem Sensor, aber dazu später mehr. Was haben wir hier für einen Rasenmäherroboter? Viele haben es wahrscheinlich schon gehört, und zwar ist es einer ohne Kabel, das heißt, wir müssen keine Begrenzungskabel verlegen, und der fährt auch nicht mit dem Zufallsprinzip, also diese Chaos-Navigation, die wir ja zu Anfang auch bei den Saug- und Wischrobotern haben. Die Marke Segway, ja, dürfte auch jeder kennen, in Bedford in den USA gegründet, 1999. Ja, und jetzt 24 Jahre später ein globales Unternehmen für intelligente Kurzstreckentransport- und Service-Roboter. Da liegt das natürlich nahe, dass man sowas auf den Markt bekommt. Gleich vorneweg zur Transparenz. Mein Video wurde, so wie das jetzt ist, nicht gesponsert. Ich sage hier das, was ich denke, und nehme auch kein Blatt vor den Mund. Es gibt aber klassische Werbung. Natürlich Segway Navimo. Ich erwähne auch später dann noch einen Shop. Und wer einen Servicepartner vor Ort sucht, der kann unter www.rasenstark.de eine telefonische Beratung in Anspruch nehmen. Das ist ein Segway Navimo Partner in 4 Bundesländern. Und da sind so Städte wie Hamburg, Hannover und Bremen mit abgedeckt. Das gleich nochmal von vorne herein. Und alle Infos, die ich jetzt auch sage, sind unten in der Infobox verlinkt und eventuell nochmal in den Kommentaren angepinnt zum leichteren Finden für euch. Ich würde sagen, wir legen los und schauen uns mal, was ist denn tatsächlich in diesem H3000e mit dabei. Ihr seht hier gleich, dass noch so ein Sensor mit dabei ist, und zwar wurde der extra geschickt. Das ist der Ultrasonic-Sensor, aber der wird sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen oder Monaten ausgetauscht bzw. ersetzt. Ich weiß nicht, wie hier dann die Zukunft von dem aussieht, aber das interessiert mich auch. Den muss man noch anbauen. Und ja, was es natürlich auch gibt, ja, das habe ich auch hier, das Antennen-Extension-Kit. Wenn man praktisch nicht genug Satelliten auf seinen Empfänger bekommt, kann man das hier aufs Dach machen und hier praktisch sein EFLS-System dann dran machen. Und ja, das soll so ein bisschen auch die Signalprobleme aus der Welt schaffen. Aber da gibt es, wie gesagt, eine künstliche Intelligenz, und das ist richtig interessant. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Gucken wir einfach mal, was drin ist. Und zwar bekommt ihr den natürlich auch geliefert, so wie der jetzt hier bei mir steht. Was bei euch noch außenrum ist, ist einfach eine Folie. Die habe ich jetzt hier, die habe ich schon raus. Ich hatte den nämlich schon mal ausgepackt. Also das nur zur Info. Und dann sage ich auch immer wieder zu jedem, macht euch am besten ein Foto, wenn ihr das auspackt. Denn ihr habt tatsächlich hier verschiedene Module. Und wenn mal was ist, ja, wenn ihr den bestellt, dann wisst ihr, wie das wieder zusammengebaut wird. Das kommt hier auf die Seite. Das ist ein Schutz. Dann haben wir hier noch einen Schutz mit einem Inlay. Also ihr seht, die große Reise vom asiatischen Raum hierher, die hat er auch gut überstanden. Das ist richtig gut und sicher verpackt. Hier haben wir noch eine Schutzfolie drauf, die mache ich dann später ab. Hier habt ihr hinten einen Griff. Über den Griff sollt ihr den hochheben. Auch nicht woanders. Wenn ihr unten reinfasst, schneidet ihr euch einen Finger ab. Die Messer sind rattenscharf. Das kann ich schon mal behaupten. Dann stellen wir uns den guten hier mal hin. Ja, mit den knallorangenen Rädern. Dann geht es weiter. Wir haben hier was zum Aufklappen und sehen dann auch gleich hier einen Hinweis. Da ist nämlich hier unsere Schablone bzw. unser Messteil, ja, dass wir hier praktisch an die Seite, wo der Pfeil ist, ja, sollen wir das dran machen. Da müsst ihr gucken, wie ihr das dran klebt, vielleicht mit einem doppelseitigen Klebeband, damit wir beim Einpflegen die 150 mm, also die 15 cm, einhalten. Das gehe ich mit euch nochmal durch, also von A bis Z die Videos. Hier in dieser Verpackung haben wir Zubehörteile. Das werde ich euch dann im Anschluss genauer zeigen. Nochmal etwas zum Schutz. Und dann holen wir das raus, denn da unten verbirgt sich nichts anderes wie die Ladeplatte. Dann haben wir noch hier die Beipackzettel. Die sind ganz besonders wichtig, wenn ihr euch mit dem System überhaupt nicht auskennt. Ja, da stehen die Installationshinweise drin, wo ihr das nicht hinstellen dürft. Da müsst ihr auch aufpassen. Und jetzt schauen wir mal. Da hat sich auch tatsächlich nicht viel geändert. Ich hatte ja schon den H1500e im letzten Jahr, und dann wurden hier noch ein paar Veränderungen durchgeführt.
Und es gibt auch in diesem Jahr noch eine Veränderung. Ich habe jetzt hier ein Modell aus dem letzten Jahr. Und bei den neuen Modellen sind die Räder und die Aufhängen, soweit ich weiß, nochmal geändert, weil es da ein bisschen geklackert hat. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. So, die Bodenplatte ist draußen. Die lege ich mal hier hin. Da kann ich mich auch gleich draufstellen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dann haben wir hier noch Kabel, die kommen oben drauf. Und wir haben hier noch den Strom, das Netzteil. Und ja, das war's. Mehr ist nicht drin. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das mal im Detail an. Kommen wir zum Inhalt. Ich mache jetzt keine große Verpackungsschlacht, sondern zeige euch das Wichtigste, was hier mit enthalten ist. Und zwar haben wir erstmal den Barcode für die App, App Store oder Google Play, also iOS oder Android. Dann haben wir einen Quick Start Guide. In dem Quick Start Guide steht viel drin. Und da kann man sich anschauen, wo man die Antenne, diese EFLS-Antenne aufbauen kann und wo man das nicht machen sollte. Dann haben wir noch eine ganz normale Anleitung in verschiedenen Sprachen. Deutsch ist auch dabei, also da braucht er keine Sorgen zu haben. Dann kommen wir zum wichtigsten Teil. Die Ladeplatte, die Auffahrplatte muss ja mit Strom versorgt werden. Das ist hier das Netzteil mit dem Stecker für die Steckdose. Dann haben wir hier diesen Anschluss und haben wir noch ein Kabel. Also das reicht aus. Ich kenne jetzt die Länge nicht, die müsst ihr mal auf der Webseite abrufen, aber das reicht wirklich aus. Also ich hatte da bei den 1500E im letzten Jahr überhaupt keine Probleme. Kommt natürlich darauf an, wo ihr das legt. Ihr könnt auch hier dann ein Verlängerungskabel dazwischen klemmen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann haben wir die genannte EFLS-Antenne, dieses Exact Fusion Locating System. Das macht ja hier diesen Navimo mehr oder minder einzigartig, weil das über Satelliten geht. Da haben wir hier noch das Kabel dran. Das ist der zweite Anschluss unten an der Ladeplatte. Und wenn wir das draufgesteckt haben, haben wir hier noch eine kleine Kreuzschlitzschraube zum Fixieren. Und zwar haben wir dafür solche beiden Stäbe. Jetzt lege ich erstmal das System mit der Schraube hier unten hin. Das steckt man ineinander. Das ist ein System, das kann man gerade hier, jetzt war ich falsch, hier aufeinander stecken. Da ist so eine Klammer drin. Und hier oben hat man dann die Aufnahme für das System mit dieser Schraube. Und dann ist das gesichert. Dann kann das auch nicht abrutschen. Beziehungsweise wenn das mal auf die Seite kippt, fällt es nicht runter, da sollte man halt dann wirklich drauf achten. Diese Stäbe werden mit so einem Erdspieß hier in den Boden gejagt. Da muss man natürlich darauf achten, dass der Boden keinen Frost hat, das ist klar. Und dann wird gerade hier das draufgeschraubt, dieses Rohr, und dann ist das fest. Alternativ hat man ja die Möglichkeit über das Antennenersatzkit. Ja, da kann man das verlängern, da ist dann sehr wahrscheinlich auch ein Verlängerungskabel mit dabei. Dann haben wir hier von diesen Erdspießen haben wir insgesamt 10 Stück. Die sind für das Kabel, damit ihr das Kabel schön verlegen könnt. Die haben solche Aussparungen. Das ist wie gesagt als Zubehör dabei. Und dann haben wir hier noch ein Set. Und zwar ist hier drin einen Inbus. Das ist so ein ganz normaler Inbus. Die Größe weiß ich jetzt auch nicht. Dann haben wir die Bodenanker für die Ladeplatte. Da haben wir 4 Stück. Ja, die könnt ihr praktisch dann reinschrauben, geht aber auch reinstecken, wenn man einen weichen Untergrund hat. Und dann noch 5x Klettband. Mit dem Klettband könnt ihr das Kabel von dem EFLS-Modul hier an dieser Stange entlang nach unten hin sichern, damit das nicht irgendwie schlabbert und irgendeiner hängen bleibt. Dann kommen wir noch zu den Messern. Und zwar ja, gibt es hier insgesamt, jetzt muss ich schauen, 9 Ersatzmesser mit Schrauben. Und da ist auch gleich so eine Warnung. Achtung, ja, das ist nicht gut, wenn man damit rumspielt. Da solltet ihr tatsächlich dann auch aufpassen, dass ihr kein Unfall passiert. Auch wenn ihr von unten an den Segway Navimo rangeht, immer aufpassen. Hier könnt ihr noch 30 gratis dazu bekommen. Wenn ihr euch jetzt entscheidet und sagt, hey, ich will tatsächlich so einen kaufen, ich erzähle das am Schluss auch nochmal, habe es unten in der Infobox verlinkt, wenn ihr den Code GRATISMESSER auf der Webseite navimo-segway.de eingebt, da bekommt ihr 30 Messer gratis mit dazu geliefert. Und ja, hier hat man schon 9, also ist man dann mit 39 Messer ausgestattet. Das ist eine gute Hausnummer, das nochmal als Tipp. Wie gesagt, Infos in der Videobeschreibung und in den Kommentaren nochmal angepinnt. Schauen wir uns den H3000E etwas genauer an. Und zwar haben wir hier Abmessungen von 603 x 468 x 264 mm und das Gewicht
Gewicht. Ja, das sind hier 16,3 Kilogramm. Also ihr habt schon einen ordentlichen Brummer hier in der Hand. Und wie gesagt, nur hinten über diesen Griff, der ist extra dafür angebracht, hochheben und vielleicht vorne ein bisschen stabilisieren, aber keinesfalls unten in Richtung Messer fassen. Das könnte übel ausgehen. Wir haben ja hier eine Mähleistung oder eine Mähleistung von 3000 Quadratmeter. Und ja, das Tolle ist, wir müssen kein Begrenzungskabel auslegen. Wir haben ja das EFLS-System, das heißt so viel wie Exact Position Location System. Und das steckt hier oben drin in Verbindung mit dieser Signalantenne oder dem Empfänger da drüben. Und ja, das hat praktisch eine Positionsgenauigkeit bis zu 2 Zentimeter. Und das ist natürlich richtig toll. Zudem kann man in der App, da unten habe ich ja gezeigt, da habt ihr den Code zum Abscannen, können wir Grenzen festlegen, Sperrzonen einrichten. Und über die App gibt es auch nochmal ein extra Video, also das mache ich dann auch nochmal. Was jetzt die absolute Neuigkeit ist, ich hatte ja am Anfang gezeigt, den Sensor hier vorne, den kann man hier anbringen. Und es gibt aber jetzt eine Vision Fence KI Kamera, also einen Sensor. Und ja, wenn das Grundstück bisher nicht so optimal war, dann kann das durchaus die Nutzung mit dieser Vision Fence, mit diesem Vision Fence Modul positiv beeinflussen. Denn früher war das ja so, verliert der Navimo den Kontakt zum GPS oder zu den Satelliten, ja, dann war das natürlich schlecht und er konnte dann die Position nicht mehr genau bestimmen. Das wird jetzt oder das soll jetzt durch diese Vision Fence ausgeglichen werden. Der H500e, also das kleinste Modell, wird ja ausschließlich über WLAN mit dem Internet verbunden und das ist ja dafür da, dass man sich mit der App verbinden kann. Somit muss beim Betrieb der Vision Fence, das steht extra auf der Seite, ein stabiles WLAN an der Ladestation hinten anliegen. Bei allen anderen Modellen, also auch bei dem hier, bei dem 3000er, wird ja die Verbindung zum Internet per LTE bzw. 4G hergestellt. Schade, man kann hier kein WLAN zuschalten, also dass sie das vielleicht noch eingebaut hätten. Die Kamera, die ist lieferbar ab März zum Einführungspreis, aufgepasst, für 189,99. Das heißt 110 Euro günstiger, als wenn man sie normal kauft. Ja, da kostet sie nämlich 299,99. Und aber nur, wenn man das Gerät über den Shop kauft und den Navimo bis zum 31.05., habt da also noch ein bisschen Zeit, auf der App anmeldet. Und zwar www.navimo-segway.de, das erwähne ich sehr oft. Und dort kann man auch über den Gutscheincode gratis Messer, ob klein oder groß geschrieben, glaube ich, 30 Messer abstauben. Voraussetzung ist, dass ihr so ein Navimo bestellt. Dann gehen wir mal auf die Schnitthöhen ein. Und zwar haben wir ja hier auf der Rückseite, ich drehe das Ganze mal um, und zwar vorsichtig, haben wir ja, jetzt muss ich von oben gucken, genau, da ist es, die Schnittplatte, beziehungsweise die kann man ja hoch und runter fahren. Und zwar kann man die justieren zwischen 30 und 60 mm. Das ist ja ein Frequent Soft Cut, das ist also eine Verbesserung der Schnitteffizienz durch ein regelmäßiges Mähen von ca. 2 bis 3 mm. Und das Tolle ist ja dann auch, das Schnittgut wird zum natürlichen Dünger. Also das kann man dann natürlich auch kaufen, wenn man jetzt ein großes Gebiet hat, einen großen Bereich und muss sich dann tatsächlich um nichts kümmern. Die Schnittbreite beträgt 21 cm und ich hatte es ja gerade erwähnt, über die App verstellbar, auch bei laufendem Betrieb. Wie man diese Mähplatte hier abschraubt und den Bereich vom Gras befreit, das hatte ich nämlich letztes Jahr im Test schon so ein bisschen als Manko gesehen. Das habe ich in einem extra Video erklärt. Könnt ihr mal oben rechts in die Ecke klicken, das Video vielleicht aufmachen, aber das noch bis zum Schluss schauen, das würde mich freuen. Dann schauen wir auf den Akku. Jetzt muss ich gucken, der steckt hier hinten drin. Hatte ich schon ausgebaut. Ich habe schon ein bisschen länger mit Navimo zu tun. Und zwar steckt hier drin eine 10,4 Amperestunden Lithium-Batterie. Das sind 10.400 mAh. Und tatsächlich, wenn das jetzt verankert wäre, dann müsst ihr aufpassen, fährt dann der Navimo selbstständig hier vorne rein. Ja, und lädt sich dann wieder auf. Das heißt, wenn der merkt, der Akku kommt unter eine gewisse Prozentzahl und dann bricht der ab, lädt sich auf und fährt dann tatsächlich wieder automatisch weiter. Das ist also ein super System und hat bei mir im letzten Jahr mit dem 1500e richtig gut geklappt. Zu der Mähzeit kann ich auch schon was sagen. Und zwar, da wird angegeben 240 Minuten. Meine Ergebnisse aus dem letzten Jahr mit dem 1500 habe ich ja eben erwähnt.
da war die Mähleistung ca. 1,5 Quadratmeter die Minute. Das waren dann so ca. 90 Quadratmeter die Stunde. Das mal nur so als Hausnummer. Aber wie gesagt, einen großen, ausführlichen Test, den mache ich jetzt mit dem 3000er auch noch. Eine Steigfähigkeit von 45%, da kommt er auch mal einen richtig steigen Anstieg hoch. Und was ganz toll ist, der Geräuschpegel. Ja, 54 dB zum Vergleich, wenn wir uns unterhalten, normal haben wir ca. 60 dB. Und der wird hier angegeben mit ultraleise. Und ich weiß nicht, wie es bis dato ist. Navimo ist der bislang leiseste Mäher auf dem Markt. Also das war Stand der Dinge, wo ich das letzte Mal im Internet nachgeguckt habe. Und das ist wirklich nicht laut. Also man hört effektiv, wie das Gras geschnitten wird. Und aus einer Entfernung von über 10 Metern hört man da tatsächlich gar nichts mehr. Deswegen, ja, diese Sicherheitseinrichtung hier vorne, diese Stoßleisten und dieses System hier, dass man tatsächlich dann auch gut geschützt ist, wenn man Kinder, Tiere etc. auf dem Grundstück hat. Dann haben wir eine Wasserdichtigkeit, auch ganz wichtig, IPX6. Man sieht den ja immer, wie er mit Wasser abgespritzt wird zum Saubermachen. Und IPX6 ist nichts anderes wie Schutz gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen und vorübergehende Überflutung. Also mit dem Gartenschlauch sauber machen, wenn ihr den rumdreht. Ihr seht, diese 16,3 Kilo, wenn man gut beisammen ist, kann man die auch gleich rumheben. Mit dem Gartenschlauch hier, das ist überhaupt kein Problem, wenn man unten alles abspritzt, aber in den Wassergraben auf einem Golfplatz sollte man nicht fahren. Deswegen haben wir ja diese Begrenzungszonen und können da dementsprechend alles einplanen. Was haben alle vier Modelle, also vom 500er bis zum 3000er? Die haben einen Kantenschnitt, das teste ich noch. Dann den GPS-Diebstahlschutz, den gibt es ab dem Modell H800E aufwärts. Ja, und der H3000E hat kein WLAN. Das hatte ich von vorhin schon mal erwähnt. Das ist eigentlich schade und wäre eine tolle Option gewesen, zumal es beim H500E verbaut ist und ja, das größte Modell den höchsten Preis auch hat. Preise könnt ihr auch bei beim Navimo-Segway.de abrufen. Und die haben sich ja auch im Vergleich zum letzten Jahr geändert. Ja, das hätte ich beinahe vergessen. Den Ultraschallsensor, den hole ich ganz kurz nochmal, den bekommt man ja bei dem H3000 mit dazu geliefert. Der ist also nicht in der Verpackung mit enthalten, also der wird extra geschickt. Und ich denke, das ist jedenfalls meine Meinung, dass der in der Zukunft durch den Vision Fence KI, durch das Modul, durch den Sensor ersetzt wird. Das weiß ich natürlich nicht. Da müsst ihr mal schauen, wenn ihr schon so einen habt. Und dann überlegt ihr euch einfach mal, ob das noch eine Option wäre. Und tatsächlich muss man mal schauen, wie überhaupt Navimo drauf reagiert. Vielleicht haben sie auch so eine Art Cashback oder vielleicht eine Art Rückholaktion. Das weiß ich aber nicht. Das sind nur so Gedanken von mir. Also da gibt es kein Gewehr drauf. Weitere Informationen findet ihr auch, wie gesagt, schon unter navimo-segway.de. Da stehen tatsächlich ganz viele Spezifikationen zusätzlich. Und falls ihr eine Beratung benötigt, dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich den Segway-Partner mit einer kostenlosen Telefonberatung verlinkt. Ja, da kommt dann hier auch ein Kauf zustande. Wenn ihr euch da unterhalten habt, habt vielleicht den Rasencheck gemacht, dann könnt ihr tatsächlich auch meinen Kanal erwähnen, sagt ihr kommt von Kais Kanal oder erwähnt einfach den Code GratisMesser, dann bekommt ihr auch die 30 Stück GratisMesser und natürlich auch, wenn ihr schnell zugreift, über die Beratung auch die Kamera zum vergünstigten Preis, sind immerhin 110 Euro zum Originalpreis. Wer bezüglich Segway Navimo auf dem Laufenden bleiben möchte, kann gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde mich persönlich sehr freuen. Ich werde in Zukunft mehr Videos bezüglich des Segway Navimo machen und natürlich dann auch Informationen raushauen, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Wenn ihr jetzt noch ein Unboxing vom H1500E aus dem letzten Jahr sehen möchtet, das habe ich euch in der Ecke verlinkt und dann sage ich bis bald auf Kais Kanal.